Herzlich willkommen bei Autotest Schwaben zu einem neuen Test, Gebrauchtwagentest dieses Mal. Es handelt sich hier um einen besonderen Polo 6R, nämlich den Cross Polo. Der Cross Polo, er lief parallel zum normalen Polo vom Band, wurde ein paar Zentimeter höher gelegt, hat hier diese Rathausverblendungen und diese unten diese, ja, wie sagt man hier, diese Sideplates und hinten so einen angedeuteten Unterfahrschutz. Das Fahrzeug hat keinen Allradantrieb, es handelt sich um einen ganz normalen, etwas höher gelegten Polo. Das Fahrzeug hat das VW Schlechtwege-Fahrwerk drin. Der Polo Cross, die Idee stammt bereits aus dem Jahr 2006. Dort wurde der Polo Cross bereits schon einmal vorgestellt. Es gab praktisch also vom Vorgänger, dem 9N, auch einen Cross Polo. Dieser Cross Polo stammt aus dem Jahr 2012, ist also jetzt 5 Jahre alt und hat bereits 64.000 Kilometer. Das Fahrzeug ausgestattet hier als Sondermodell Urban White in White Pearl Effect. Urban White ist ein Sondermodell, wie es praktisch also 2012 auf den Markt kam. Die Farbpalette damals für den Polo Cross, es gab damals ein wunderschönes Honey Orange, es gab ihn in Tornado Rot, es gab ihn aber auch in Reflex Silber, es gab ihn wie gesagt in diesem White Weiß Pearl Effekt, eine sehr schöne Farbe. Meines Wissens gab es noch ein Beige Metallic. Dieses Fahrzeug hier steht auf Winterbereifung. Die Sommerreifen liegen im Keller, 17 Zoll, wunderschöne Alufelgen hat der Wagen drauf. Es gab ihn als Benziner vorwiegend mit 90 PS, 1,2 TSI. Dann gab es noch einen 1,2 TSI mit 110 PS oder vorm Facelift mit 105 PS. Es gab einen Diesel TDI mit 105 PS bei diesem Modell. Wir haben hier praktisch das Vor-Facelift, wie er praktisch bis 2014 vom Band gelaufen ist. Hier noch mit dem alten Interieur, mit wunderschönen Teillederssitzen. Die Sitzmittelbahn hier ist ein Alcantara-artiger Stoff, haben wir auch in den Türverkleidungen. Dazu haben wir wunderschön in diesem Fahrzeug einen schwarzen Dachhimmel. Ein sehr gutes Fahrzeug hier. Wie gesagt, Motorisierung gab es den 1,2 TSI mit 90 bzw. mit 105 PS. Nach dem Facelifting wurde dieser Motor dann ersetzt durch einen Motor, der hatte dann nicht mehr den Zahn, der hatte dann keine Steuerkette mehr, denn diese Steuerkette macht dem Motor große Probleme. Hier haben wir praktisch den 90 PS Motor mit Steuerkette und dieser Motor, ja, die lenkt sich die Steuerkette und häufig geht dann der Motor dann auch manchmal kaputt. VW reagierte 2014 und brachte dann den neuen Motor heraus mit Zahnriemen. Der leistet 90 PS. Es gab dann beim Facelifting auch einen 1,0 TSI mit 3 Zylinder. Der hatte 90 und 110 PS oder 115 PS hatte der sogar. Ja, dieser Motor hier, wie gesagt, wurde regelmäßig gewartet. Ist auch schon mit neuen Bauteilen ausgestattet. Ein gutes Fahrzeug hier insgesamt. Zu den typischen Schwachstellen des VW Polo Cross. Ja, hauptsächlich auch ein großer Schwachpunkt sind die Scheinwerfer. Man sieht es jetzt gleich hier, wenn ich anschalte, nämlich das Abblendlicht auf der Fahrerseite hat den Geist aufgegeben. Es gibt hier häufig Probleme mit dem Abblendlicht. Das Fahrzeug hier hat Probleme damit. Das Abblendlicht ist jetzt, das Fahrzeug ist 5 Jahre alt und muss jetzt demnächst in die Werkstatt. Und das Abblendlicht lässt sich ja relativ schwer austauschen. Laut Internet muss man hier praktisch das Licht ausbauen. VW meint aber, die Autowerkstatt meint, die bekommen es ohne den Scheinwerfer auszubauen hin. Hier sieht man es eindeutig, dieser Polo hat links ein defektes Abblendlicht. Zweite große Schwachstelle beim Polo ist die der TSI-Motor, der mit einer Steuerkette ausgestattet ist bis 2014.
Hier kann die Steuerkette reißen oder sich längen. Und eine kleine Schwachstelle noch ist die Abgasanlage. Das Fahrzeug ist jetzt 5 Jahre alt und man sieht es hier eindeutig. Die Abgasanlage zeigt deutliche Verwitterungsspuren. Ist zwar noch dicht, es ist nichts abgerostet, aber ich denke mal beim nächsten TÜV, der Wagen hat nämlich jetzt bis 19 TÜV, dann ist der Wagen 7 Jahre alt und dann wird die Abgasanlage wohl kaputt sein oder durchgerostet. Unser Polo hier, wie gesagt, steht relativ gut da, ist ein gepflegtes Fahrzeug und kommen wir nun zu den besonderen Stärken und Schwächen des Polo Cross. Ein dickes Plus für den Cross Polo, sehr gute Rostvorsorge. Plus für ein hervorragend abgestimmtes Fahrwerk, Schlechtwegefahrwerk. Ein Plus für haltbare Stoßdämpfer. Ein dickes Plus gibt es für bequeme, sehr komfortable Sitze. Im Innenraum eine sehr solide Verarbeitungsqualität. Wie gesagt, dann gibt es ein dickes Plus für wenig Mängel beim TÜV. Das Fahrzeug hat den 5-Jahres-TÜV ohne Beanstandungen geschafft. Minuspunkte, wie gesagt, Steuerkette, die ist relativ problematisch bei diesem Motor. Dann ab dem 7. Jahr sollte man schon mal die Abgasanlage untersuchen, ob die noch dicht ist oder ja, nicht verrostet oder verwittert ist. Und das Abblendlicht ist auch so eine Sache beim Polo 6R. Von uns bekommt der Polo 6R, also der Polo Cross, hier in diesem Fall Polo Cross, also von Baujahr 2009 bis 2014, das ist das Vor-Facelift-Modell, gibt es 4,5 Sterne. Da bekommt er dann einen sehr empfehlenswert. Und ab dem Modelljahr 2014, ab dem Facelifting, gebaut bis 2018, bekommt er 5 Sterne und ein besonders empfehlenswert.